Wer jetzt nicht lebt, wird nichts erleben. Bei wem jetzt nichts geht, bei dem geht was verkehrt. Zahl ist gefallen, die Seiten vergeben. Du fühlst, du träumst. Du fühlst, du glaubst, du fliegst. Du fliegst. Du fliegst. Sommer 2006. Die Welt im emotionalen Ausnahmezustand. Nächstenliebe made in Germany. Liebevoll rasierte Engländer herzen ihren Nächsten und planschen in feuchten Träumen. Gut gelaunte Holländer zeigen ihre Schokoladenseite. Schwarz-rot geile Japaner, weiße Maasai, geschüttelte Fähnchen, freilaufende Hühner. Animalische Vorfreude auf deutsche Gastfreundschaft. Ich war noch nie an einem besseren Platz zum Feiern. Die Menschen sind wunderbar. Ich mag sie alle. Großartig. Fantastisch. Das Wetter ist toll und wir hoffen, dass die Freude der Menschen so bleiben möge. Die Deutschen überraschen alle. Bis dato galten sie ja eher als kühl, vergeistigt, wohlerzogen und vor allem politisch korrekt. Ganz verleugnen lässt es sich aber nicht. Wir bleiben das Land der Dichter und Denker. Deutschland! Mit einem Hang zur Ordnung, denn Ordnung muss sein. Je freundlicher die Fans unten natürlich feiern, desto freudiger ist natürlich die Stimmung bei uns auch. Und von dem her war es bisher, muss man sagen, ein großes Fest, wo die Polizei einfach mehr oder weniger mitgefeiert hat. Nur bei besonderen Anlässen holt die Polizei ihre schönsten Kostüme aus dem Spind und stoppt die ausgelassenen Motto-Partys sogenannter Hooligans. Mitarbeiter des Stoßtrupps Sommermärchen kümmern sich fürsorglich um angetrunkene Partygäste. Mit einer solchen sozialen Wärme hatten im Vorfeld der WM nicht alle gerechnet. Es gibt kleinere und mittlere Städte in Brandenburg und auch anderswo, wo ich keinem raten würde, als der eine andere Hautfarbe hat, hinzugehen. Er würde es möglicherweise lebend nicht wieder verlassen. Also ich werde Angst haben, da hinzugehen, abends irgendwie alleine. Wir haben gelesen, dass wir in Berlin nicht zu bestimmten Plätzen gehen sollen. It's difficult, dangerous, but aber jetzt sind wir hier und eigentlich ist alles sicher. Natürlich ist die innere Sicherheit gewährleistet. Sie liegt schon zu Beginn fest in bayerischer Hand. Euphorische Häupter, seliges Volk. Verbrüderung der Stämme und gefährliche Liebschaften. Ein farbenfroher Karneval der Emotionen. Unsere Gäste geben alles und wir nehmen gerne. Die ganzen Ausländer, die sind Freunde für uns und das war einmalig. Einmalig auch die Stimmung bei unseren brasilianischen Freunden. Fernab von lästigen Bandenkriegen, verarmten Straßenkindern und lauwarmen Caipirinhas genießen unsere Champagner-Fans das deutsche Vita. Finalmente conseguimos as entradas dos jogos. Fantastisch. Deutschland ist ein Land der ersten Welt. Hier im Sauerland sind die Qualität und der Service großartig. Die Deutschen sind so aufmerksam und sympathisch. Alle Deutschen, die uns geholfen haben, sind klasse und einfach nett. Aus ihrer bescheidenen Herberge Burg Schnellenberg im Sauerland brechen sie auf, um abzuheben. Wird hier etwa für den Schiedsrichter gesammelt? Für Brasilien ist der Titelgewinn reine Formsache. Denn auch formlose Brasilianer und ein unförmiger Ronaldo sind anfangs überlegen.
In routinierter Ekstase feiern die Brasilianer sich und ihre Pummelkicker. Und die Deutschen zeigen, was sie am Ballermann alles dazugelernt haben. I can tell that everyone is so. Die Deutschen sind so offenherzig. Wir Brasilianer hier sind erstaunt. Wir dachten immer, die Deutschen sind unterkühlt, so steif. Aber nein, sie lachen, sie reden, sie machen einfach Party mit uns. Sie umarmen uns. Blondinen bevorzugt. Und ansonsten seid umschlungen Millionen. Was ist das denn? Ein argentinisch-mexikanischer Freundschaftsschal? Die Mexikaner sind unsere Erzrivalen. Gib den her. Ach nee, ist doch gut gemeint. Ich liebe euch doch alle. Deutschland ist toll, die Mädels sind echt scharf. Kein Mensch in diesem Land muss arbeiten und alle trinken die ganze Zeit nur Bier. Deutschland, du Schlaraffenland. Gastfreundschaft wird groß geschrieben, selbst im Vorübergehen. Verglichen mit uns Argentiniern sind die Deutschen so korrekt. Und das finde ich an diesem Land wunderbar. Ich habe mich, ganz ehrlich, ein bisschen in Deutschland verliebt. Alle lieben Deutschland. Was ist da passiert? Wie aber sieht's mit unseren Dauergästen aus? Jenen, die gezwungen sind, mit Deutschen ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Dieser ist super entspannt und militant freundlich. Italiener, die bellen, beißen nicht. Oder doch? Die Deutschen im fußballerischen Betracht, die sind immer gegen Italien. Jeder Hund, jede Katz, jeder Mensch, das hier vor meinem Haus hier vorbeigeht, jeder quatscht mich an. Hey, eure Squadra Azzurra, auf Wiedersehen. Hey, eure Squadra Azzurra hat verloren. Ja? Oh je, was muss dieser arme Mann hier leiden? Ich bedauere sehr, dass die deutsche Publikum, meine Gäste, die kommen extra in ein italienisches Restaurant und drückt die Däume von Amerika. Das ist das allerletzte, muss ich ganz ehrlich gestehen. Vorhin die Italien hatten, also die Amerikaner, die haben knapp daneben geschossen und die ganze Lokal, wow, schade. Jetzt haben wir durch Italien durchgeschossen. Und niemand mehr was sagen. Also es ist unglaublich. Der Italiener, der liebte nicht der Deutsche, aber der Italiener respektiert den Deutschen. Respekt. Weil Liebe kann nachhinein wachsen oder werden. Der Deutsche andersrum, der liebte die Italiener. Durch seinen Humor, durch seine Kochkünste, durch seine Mode, durch seine Autos, durch das Lebensphilosophie. Aber der Deutsche respektiert die Italiener nicht. Bravo, Don Gerardo, Respekt. Lass die Deutschen, wo sie sind, draußen vor der Tür. Wir bleiben unter uns, Sultan de la Familia. Zur Strafe hat Don Gerardo die Germanen heute ausgesperrt. Und genießt sein Italien ganz im Stillen. Inzwischen haben sich die Deutschen in sich selbst verliebt und bekennen Farbe. Dafür gibt es gute Gründe. Gut, es sind keine Brasilianerinnen, aber dafür gehören sie uns. Wer mitfeiern will, muss sich bekennen. Schwarz-rote Vergoldung bis unter die Haarspitzen.
Oh, wie ist das schön. Nationalismus war bei uns schon hässlicher. Bis jetzt 2006 hat es immer noch so einen bitteren Beigeschmack gehabt, nicht so stolz auf Deutschland zu sein. Ich weiß nicht, also ich konnte mir nicht vorstellen, ich hätte auch nicht gedacht, dass dies Jahr so weit sein würde, dass alle plötzlich die Fahnen hissen und die Nationalhymne mitsingen und mitgrüllen. Das war ja, das ist eigentlich das erste Mal, dass es wirklich so extrem war. Und das ist gut so. Wir sind uns nicht mehr peinlich. Aus Tausenden von Kehlen schmettern wir mit unseren Jungs textsicher und politisch korrekt unsere nationale Identität in den deutschen Abendhimmel. Und wir fangen sogar mit der richtigen Strophe an. Was ist nur aus unserem guten alten Selbsthass geworden? Gemeinschaftsgefühl ist ja auch gleich Nationalgefühl. Und das ist halt das, was jetzt gerade auch in den jüngeren Generationen dann wieder durch dieses Ding WM nochmal aufgelebt wird. Was vielleicht durch die Erziehung auch gar nicht möglich war, weil die Generation vor uns ja wirklich dann noch die zweite Generation nach dem Krieg war und die gar nicht ja so erzogen worden sind, sondern immer so schön. Ja, klein bleiben, jeder macht so sein Ding und jetzt ist es halt wirklich eine runde Sache. Die deutschen Türken üben schon einmal die privilegierte Partnerschaft. Die Türkei darf nicht mitspielen, also spielen sie deutsche Patrioten. Dem schwarz-rot-goldenen Virus ist keine Impfung gewachsen. Ungeschützte Vaterlandsliebe führt zu dramatischen Krankheitsbildern. Ich bin ganz überzeugt links und ich bin das erste Mal, seit ich 15 bin, dass ich eine Flagge tragen möchte. Ich bin stolz darauf, dass die so weit gekommen sind. Und dass solche Leute, die Miroslav mit Vornamen heißen oder Podolski mit Nachnamen, in der WM spielen dürfen. Dass das als Deutschland zählt, darauf bin ich stolz. Es ist nicht nur Miroslav Podolski. Auch das mitteldeutsche Element spielt mit. Deutschland, eigentlich Vaterland. Auch hier in Leipzig? Für ganz Deutschland hat es was verändert, ja. Das nationale Gefühl ist wieder da. Aber zwischen Ost und West kann ich mir nicht vorstellen, dass das... Das hat keinen Einfluss darauf. Weil der Ossi Sachen der Wessis und der Wessis Sachen der Ossis. Ist einfach so. Und das wird sich nicht ändern. Das braucht noch lange Zeit dazu, denke ich mal. Wovon spricht der Mann? Sieht so deutsche Zwietracht aus? Schon alleine die Nationalmannschaft ist ja auch bunt gemixt. Ne? Ballack ist aus dem Osten und ist einer der führenden Fußballkräfte in Deutschland. Und ja, das macht uns schon ein bisschen stolz, wenn man dann hört, woher kommt. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Welches Sein bestimmt unser Bewusstsein? Schon Adorno fragte, gibt es einen richtigen Jubel im Falschen? Und warum spielen wir eigentlich nicht in Schwarz-Rot-Gold? Die deutschen Nationalfarben sind Schwarz-Rot-Gold. Die Mannschaft spielt in Schwarz-Weiß. Weißt du, warum das so ist? Nee, weiß ich nicht. Ja, was ist die Nationaltracht von der Fahne, ne? Ja, aber die ist ja Schwarz-Rot-Gold. Ja, das Gold, das haben sie leider nicht, erst wenn sie siegen, ne? Das ist ja der Pokal, ne? Weil Adi das so entworfen hat. Vielleicht sind die Farben ausgegangen, ich weiß es nicht. Ein schöner Kontrast. Alle anderen Farben liegen noch dazwischen. Hat das eine Bedeutung für Deutschland, Schwarz-Weiß? Mal abgesehen davon, dass man jetzt Fantasie haben könnte, Deutschland denkt oft Schwarz-Weiß. Na, ich würde mal sagen, dass Weiß am wenigsten die Wärme anzieht. Das ist ein Traditionstrikot, das ist seit 1930 oder so immer Schwarz-Weiß. Also von früher, das ist auf jeden Fall, kommt jetzt von Uniformen. Aber genau kann ich es Ihnen nicht sagen. Naja, weil die weiße Farbe für Frieden und sowas steht. Und Deutschland ist halt für Frieden da. Ja, der Frieden. Eine preußische Primärtugend.
Unter dem schwarz-weißen Banner stürmten schon Kaiser Wilhelms Mannen für Trainer, Volk und Vaterland. Von solchen Spitzfindigkeiten ist man in der Kölner Pizzeria Palermo weit entfernt. Mit italienischer Grandezza werden wieder Gnocchi zubereitet. Die Pasta-Blockade ist aufgehoben. Das Geschäfte muss er laufen. Don Gerardo begrüßt aufs Herzlichste seine deutschen Gäste. Fang jetzt nicht an, mein Freund. Die Flaschen sind über dir, ja? Jeder Einzelgast, der draußen sitzt, wünscht sich halt das Halbfinalspiel Italien gegen Deutschland. Von daher, heute sind ja Gott sei Dank für Italien. Gott sei Dank. Nicht Angriffspakt für einen Tag. Flüchtige Umarmungen, Gesten der Annäherung. Doch an Don Gerardo läuft das Spiel vorbei. Schicksal eines Gastgebers. Ich weiß es nicht, ich habe nichts gesehen. Verstehst du, ich habe nichts gesehen. Und er hätte es doch so gern gesehen. Weggeguckt hätten am liebsten 186 Millionen Brasilianer, als Thierry Henry am nächsten Tag die Seleção, die bräsig-brasilianischen Fußballgötter, vom Sockel schießt. Frankreich jubelt, Brasilien leidet. Ronaldo tritt den Urlaub an. Das brasilianische Volk fühlt sich verschaukelt. I don't think they fought. Die haben einfach nicht gekämpft. Nicht mal für 5 Minuten. They were just there. Sie waren nur. It's like for us football, it's like Superman. Da werde ich emotional, weil in Brasilien ist Fußball der Superman. We like to believe that we have. Wir möchten gern glauben, dass wir etwas Großartiges haben, dass wir der Welt zeigen können, nicht nur Verbrechen und Armut. Wir möchten gerne glauben, dass da noch etwas anderes ist. That we have something else. Ja, Patricia. Fußball ist ein grausamer Sport. Es kann nur einen geben. Und die Argentinier sollten es auf keinen Fall sein. Bilder von Maradona wollen wir Ihnen an dieser Stelle ersparen. Da sind sie wieder, unsere euphorischen Gauchos. Und unsere schwarz-rot-blonden Schönheiten mischen sich in Köln unter die Fans, wo ein Feingeist seines Amtes waltet. Aber einfach das zu sehen, dass alle mitziehen und alle das Gleiche machen und alle sich gleich viel freuen. Und das war einfach Wahnsinn. Ja, der Wahnsinn. Gib mir Scheiß Niederlande! Scheiß Niederlande! Scheiß Argentinien! Scheiß Argentinien! Und das Geld! Schwarz-rot-goldene Magie wird hier gebraucht. Eckball Argentinien. Die 49. Minute. Der Ball ist drin! Argentinien führt. Das ist nicht schön. Deutschland stellt sich die Sinnfrage. Oh Gott, was mache ich jetzt nur mit meinem Leben? Wie geht's jetzt weiter? Kämpfen, wie immer. Den Gauchos fällt der Himmel auf den Kopf, denn sie haben eine Erscheinung. Und da ist sie, die deutsche Madonna 2006. So schön kann Deutschland sein. Ich habe immer nur gedacht, lauft Jungs, lauft, beeilt euch. Also ich saß wirklich wie auf heißen Kohlen bei dem Spiel und dachte, jetzt macht endlich was, bewegt euch was. Und dachte mir, also am liebsten wäre ich da reingesprungen und hätte das Tor geschossen. Falscher Einwurf, macht nichts. Die 80. Minute,
Aus dem Hintergrund müsste Laura schießen. Laura schießt! Tor! 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 Tor für Deutschland! Tor für Deutschland. Deutschland ist schon Weltmeister. Weltmeister der Herzchen. So schön kann Wahnsinn sein. Nur ein leidender Gast ist ein guter Gast. Y después de mi familia, de mis amigos y mi novia, para mí está la selección. Fußball ist alles für mich. Er bedeutet mir genauso viel wie die Familie, die Freundin. Natürlich habe ich zu diesem Zeitpunkt noch geglaubt, dass Argentinien Weltmeister wird. Die Hoffnung war ganz stark in mir. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt. Nur für wen? Nach 120 Minuten Elfmeterschießen. Noch einmal kräftig durchatmen. Laura ist zu allem entschlossen. Und Madonna hilft. Glaube, Liebe, Hoffnung. Der spirituelle Höhepunkt. Deutschland wird zur Kathedrale. Pilger aus aller Welt im schwarz-rot-goldenen Ornat. Der Stoff, aus dem die Träume sind. Ein letztes Stoßgebet. Das war Spannung pur. Die Nerven sind so gespannt und man ist aufgeregt und man drückt Daumen und man kann eigentlich in dem Moment gar nicht denken. Man zittert fast, also innerlich. Zum Ersten gegen Frankreich. Danke, Laura. Ayala, den hat er! Jetzt nicht trifft. Ist Deutschland im Halbfinale? Lehmann, komm! Ja! Hierauf passt nur ein Wort. Schwarz-Rot-Geil. Laura, wir danken dir. Und dir natürlich auch. Mitleid mit dem Gegner darf empfunden werden. Was willst du machen? Leben geht weiter, leider. Elfmeterschießen ist wie eine Lotterie. Es ist schlimm, es ist furchtbar. Argentinien hat auch nicht gut gespielt. Riquelme wurde rausgenommen. Danach lief nichts mehr. Erstmal eine rauchen. Fußball gefährdet ihre Gesundheit und lässt sie vorzeitig altern. Ich glaube jetzt an Deutschland. Aufgrund des Heimvorteils. Die Fans stehen so hinter der Mannschaft, feuern sie so an, singen, schreien, jubeln. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Adios Pepe, adios Argentina. Die Gauchos kehren zurück auf ihre Weiden. Wird Schwarz-Rot-Gold jetzt Leitkultur?
oder schwarz-weiß? Du oder ich? Die Antwort weiß die Wahrheit. Und die liegt auf dem Platz. Deutschland wird Weltmeister! Voll geil! Hey, Berlin! Berlin! Wir fahren nach Berlin! 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 Fahren nach Berlin! Auf Wiedersehen! Wir haben es gepackt! Jetzt kann jeder kommen! Wir hauen wir alle weg! Doch weghauen ist eine Frage des Timings. Wer zu spät haut, den bestraft das Leben. Es gibt kein Siegen nach dem Abpfiff. Das hätte eigentlich auch ein Haudegen wie Thorsten Frings wissen müssen. Denn wer zurückhaut, den bestraft die FIFA. Berlusconis unabhängige Medien und edelmütige italienische Idealisten weisen uneigennützig auf den deutschen Übermut hin. Ich will jetzt lieber nicht über irgendeinen TV-Beweis reden, obwohl ich schon was sagen könnte. Aber das lasse ich lieber. Sie wollen es nicht nur, sie schaffen es auch. Ja, wir sind natürlich enttäuscht darüber, dass Thorsten Frings ein Spiel gesperrt ist. Ich denke, wir haben eine logische Begründung gegeben, dass er freigesprochen werden könnte. Es tut uns sehr leid für ihn, aber auf der anderen Seite akzeptieren wir natürlich die Entscheidung der FIFA. Wir tragen es gelassen. FIFA viel eher. Ohne FIFA habt ihr keine Chance in Italien. Nur Betrüger, Betrüger. Der gerechte Volkszorn findet seine Zeichen. Das sind so alte Petzen, meiner Meinung nach. Also, weiß nicht, da noch drauf zu zeigen, so, hier, guck mal, der hat gehauen. Gott sei Dank, es gibt ihn noch, den hässlichen Deutschen. Hätten wir doch auf Don Gerardo gehört. Er hat es immer schon gewusst. Plötzlich bist du ein Pizzabäcker, plötzlich bist du auf einmal ein Spaghettifresser, plötzlich bist du, in Anführungsstrichen, ich habe mich nie hier als Ausländer gefühlt, wie in diesen 4 Tagen. Ja? Am Tag des Halbfinalspiels schwängert tiefe italienische Melancholie die Stimmung im Restaurant Palermo zu Köln am Rhein. Nein. Nein. Verhaltene Ekstase im Kampf der Kulturen. Ausgerechnet Italien. Warum nicht Togo oder Trinidad? Angst essen Seele auf. Unser tägliches Tor gib uns heute. Und vergib uns Netzer und Delling. Und erlöse uns von den Italienern. Was ist bloß mit unserem Schiri los? Mein Gott, wozu sind wir eigentlich Papst? Und dann die 119. Minute. Frings, Frings, wo bist du? Ja, der Deutsche liebt den Italiener, aber seine Tore nicht. Und der Italiener respektiert den Deutschen. Außer wenn es um die Wurst geht. Germania è finita! È andata fanculo! È andata fanculo!
Bastardi! 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 Mamma mia. In dieser Küche ist Gerardo Trotta jetzt der Einzige, der in der 120. Minute immer noch vor Deutschland Angst hat. Wir fahren nach Berlin, wir fahren nach Berlin. Stai zitto, Salvador, stai zitto. Non finire la partita, stai zitto. Si parla quando ha fischiato l'arbitro, stai zitto. Totti. Die Angst ist unberechtigt. Gilardino. Weg auf zu Del Piero. Das ist es. Situation, da ist man einfach so, wie ich sagen, eher so gehirnlos. Da lebt man so intensiv mit dem Fußball. Da kochen manche Emotionen durch. Mama, che orgasmo, 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 che orgasmo. Sieht so der viel zitierte Höhepunkt des Latin Lovers aus? Und wir Deutschen sind wieder da, wo wir nach Meinung mancher hingehören. In Selbstmitleid und in der Depression. Tränen sind das Lächeln der Melancholie. Und unter den Depressiven sind wir das Land des Lächelns. Sowas kann jedem mal passieren. Ja, verlieren können wir einfach besser als alle anderen. Denn das haben wir gelernt. Zeigen auch im größten Fuß unsere stolz geschwellte Heldenbrust und tun so, als wäre nichts gewesen. Wir werden's überleben, wir gehen jetzt einen Hebel. Leere. Machen uns auf die Reise. Existenzangst. Abschied leise, Scheiße. Hartz IV. Hartz V. Das war nur ein FC Bayern. Wir kommen wieder. Ein Leben auf der Straße. Das nächste Mal als Sieger. Ich war halt super enttäuscht und ich dachte dann halt so, ja, das war's mit der WM. Ist mir auch eigentlich, im ersten Moment dachte ich auch, ist mir auch egal, ob wir dann Dritter oder Vierter werden. Beides gleich schlecht, wir haben keinen Titel. Wir werden's überleben, wir gehen jetzt einen Hebel. Aber dann nach dem ersten Schock, dann schon am nächsten Tag, dann dachte ich mir so, ach, ist mir doch nicht egal, ob wir Dritter oder Vierter werden, ist doch ein Unterschied. Na klar, Esther, die Party muss ja weitergehen. Das deutsche Volk gibt immer noch nicht auf. Anders ist der Slogan, Stuttgart ist viel schöner als Berlin, nicht zu erklären. Egal, ob man Verlierer war oder Gewinner war, also gewonnen hat eigentlich Deutschland insgesamt. Finde ich toll. Ja. Woran haben wir denn gewonnen? Ich glaube an Ansehen in der Welt. Und das kann ja auch nicht schaden. Das ganze Land ist euphorisiert. Toll. Friedlich. Wir sind gute Gastgeber. Und doch nach 4 Wochen Fastfood ist die Lust auf Pizza überschaubar. Und die Liebe zu Italien da und dort belastet. Ich hatte eine Situation, die mir gar nicht gefallen hat. Das war halt am Dienstag bei dem Spiel Deutschland-Italien. Wo nach dem Spiel deutsche Fans dann die italienischen Flaggen verbrannt haben. Das fand ich wirklich super traurig, aber gut, es gibt immer ein paar Idioten darunter. Aber da war doch noch was. Ach ja, das Endspiel. Ich hätte am liebsten das Lokal am Sonntag dicht gemacht. Am liebsten. Ich habe auch gesagt, meine Frau, ich mache am Sonntag gar nicht auf.
das will ich mich nicht noch einmal antun. Ich weiß ganz genau, die Gäste, die sind heute Abend alle Franzosen, das weiß ich ja. Ja, es ist schon ein Kreuz mit dem Fußball. Die Italiener hält es kaum noch auf den Stühlen. Die Franzosen kaum noch auf den Beinen. 11 Meter in der 7. Minute. Zidane spielt auf Pointe. Latte Miracoli. Er will Italien leiden sehen. Italien leidet ganze 10 Minuten. Ecke, Tor. Dann der physische Höhepunkt dieser WM. Zidane trifft, diesmal ohne Pointe. Was für ein Abgang in den Vorruhestand. So kurz vor dem Elfmeterschießen. Doch Zizou ist nicht der Einzige, der sich kurz vor dem Elfmeterschießen drückt. Ich habe mich komplett zurückgezogen. Komplett. Weil ich schon an etwas Schlimmes geahnt hatte. Warum Don Gerardo? Augen zu und durch. Es wird schon klappen. Gegen seinen Vereinskameraden Buffon. Weiß er, wie er es macht? Weiß er, wie Trezeguet Elfmeter schießt? Präzision à la française. Fast reißt es die Italiener von den Sitzen. Und Gerardo lässt seinen innersten Gefühlen freien Lauf. Daniele De Rossi. Para! Alla Buffon! Bloß nichts sehen, bloß nichts hören. Willi Sagnol, Sie alle traben anschließend. Ein Wirt im Sumpf der Kontemplation. Grosso, immer wieder Grosso. Italien ist Weltmeister. Und einer hätte es fast verpasst. Und da höre ich plötzlich hemmungslose Schrei aus der Küche heraus. Da habe ich mir gedacht, oh Gott, vielleicht dieses Jahr oder dieses Mal sind tatsächlich die Götter auf unserer Seite. Offenbar sprechen die Götter dieses Mal Italienisch. Da schaut man 4 Wochen ununterbrochen Fernsehen und am Ende wird Italien Weltmeister. Ist das gerecht? Die neue PISA-Studie beweist, der Turm ist gerade, die Welt ist schief. Aber Don Gerardo ist Weltmeister. Chapeau. Und für eine Nacht ist unser Wirt der Prinz von Kölle. Alle Räder stehen still. Wenn der Kölsche Prinz es will. Für diese Nacht ist Köln, was es immer schon war. Palermo.
Moment ist das? Wie geil ist das? Wie schön ist das? Italien! Mann, ist das geil! Als Weltmeister! Weltmeister der FIFA? Okay, war Bebe. Doch Weltmeister der Herzen werden wir. Die Meister der Welt. Wir meistern sie morgens, wir meistern sie mittags, wir meistern sie nachts. 54, 74, 90, 2010, ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Eine bessere Veranstaltung hätte es bis jetzt noch nie gegeben. Also, oh liebe Deutschland! Es ist einfach so ein tolles Fest. Das war so geil! Das war die schönste Weltmeisterschaft aller Zeiten. WM sollte das ganze Leben lang gehen. Und vor allem, wir Frauen wissen jetzt, was Abseits ist. Das ist das Geilste. Okay, was ist Abseits? Abseits ist, wenn der Gegner nur noch den Torwart vor sich hat. Oh mein Gott. Alle Tore abseits. Und Deutschland, wir danken dir, dass du so ein tolles Land warst und das so gut ausgeschüttet hast. Nur Mut. Es ist gar nicht so schlimm, Weltmeister der Herzen zu sein. 2010, ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein.